So, wir wollen gleich mit unserem ersten Panel starten. Die Diagnose Glioblastom, das brauche ich Ihnen eigentlich gar nicht zu sagen, ist natürlich für die Betroffenen erstmal ein großer Schock. Der bösartigste Hirntumor und bis dato leider nicht heilbar. Aber Medizin und Wissenschaft forschen mit Hochdruck, damit Ihnen, liebe Patienten, natürlich im Rahmen der Möglichkeiten geholfen werden kann und eventuell auch etwas Mut gemacht werden kann. Also unser Thema heute, Glioblastom, 15 Jahre Thymozoologie, was nun? Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Professor Dr. Peter Baikozi. Er ist Direktor der Klinik für Neurochirurgie an der Berliner Charité. Außerdem den Privatdozenten Dr. Andreas Höttinger, Leiter der neuroonkologischen Abteilung des Universitätsspitals in Lausanne. Und die beiden Herren, die haben Sie schon kennengelernt, Professor Glas und Professor Giordano. Professor Glas leitet die Neuroonkologie der Uniklinik in Essen und Professor Giordano ist Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie der Uniklinik in Bonn. Also Ihnen allen nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Also. Ja, ich habe ein Problem mit dem Link. Entschuldigung. Ach so, gucken Sie mit dem Link. Ja, das haben wir auch gerade gesagt. Technik, die manchmal nicht so begeistert, ist eben neu für uns alle. Man steht nicht auf einer Bühne, man sieht sich online auf dem Bildschirm. Aber ich sehe und höre Sie sehr gut. Und wenn ich das so beurteilen darf, dann kommen Sie wohl direkt aus dem OP. Ist das richtig, Herr Professor? Ja. Ja? Den Mundschutz habe ich wegen Covid. Also, schön, darüber sprechen wir vielleicht nachher auch noch ganz kurz. Schön, dass Sie alle da sind. Das heißt, unsere Runde ist komplett und ich stelle die Frage vielleicht mal andersrum. Ich hatte gerade das Thema schon erläutert, Glioblastom, 15 Jahre, Thema Zolodil. Was nun? Professor Giordano, ich fange mit Ihnen an. Hat sich denn in 15 Jahren gar nichts getan, beziehungsweise was hat sich denn getan? Ja, dass sich gar nichts getan hat, ist so nicht richtig. Die Prognose hat sich doch deutlich verbessert, von knapp unter einem Jahr bis zu 2 bis 3 Jahren bei entsprechender Konstellation, Tumorgenetik und Faktoren wie Operabilität. Aber vielleicht, was ich dazu so sagen kann, ist, dass andere Tumorerkrankungen in der gleichen Zeit einfach deutlich besser therapierbar geworden sind. Also bei Brust, bei Prostata und sogar beim Lungenkrebs sind heute viele Patienten heilbar, teilweise sogar, wenn sie Metastasen haben, also wenn der Tumor schon gestreut hat. Also wenn Sie sagen, dass sich gar nichts getan hat, dann sind das sicherlich böse Zungen, sage ich jetzt mal, die aber bitte weiter böse Zungen sein sollen und auch weiter diese kritischen Fragen stellen sollen, und uns damit praktisch Aufwind geben, dass wir weiter forschen können, warum eben bei der Tumorerkrankung wir eben kleine Schritte machen und warum wir bei anderen Tumorerkrankungen tatsächlich größere Schritte machen. Ja, also auch kleine Schritte können sehr hilfreich und ganz groß sein. Ich gebe es mal direkt weiter an Professor Baikozi. Sie sagen, Durchbruch ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Behandlung von Hirntumoren hat in den letzten Jahren doch beachtliche Fortschritte gemacht. Nehmen Sie uns doch mal mit auf die Reise. Ja, das ist ein Zitat, was Sie von mir gerade bringen. Und das habe ich in erster Linie mit Bezug auf die chirurgischen Entwicklungen damals gemacht. Ich glaube, dass wir im Bereich der Chirurgie sehr gute Fortschritte gemacht haben. Das primäre Ziel, was wir haben, ist ja den Tumor, soweit man ihn sehen kann oder den Teil des Tumors, den man in den Bildern erkennen kann, vollständig zu entfernen. Während ich ausgebildet worden bin, war noch überhaupt unklar, ob eine Tumoroperation überhaupt was bringt. Heute wissen wir, dass wenn wir es schaffen, mehr als 90%, idealerweise 100% von dem Teil, den man sieht, in den Bildern zu entfernen, dann geht es dem Patienten für die weitere Therapie deutlich besser. Das haben wir geschafft, indem noch verschiedene Methoden entwickelt worden sind, um den Tumor besser zu sichtbar zu machen während der Operation. Man kann ihn ja normalerweise nicht so gut erkennen und unterscheiden vom normalen Gewebe. Das geht mit Fluoreszenzfarbstoffen. Wir haben teilweise intraoperative MRTs, intraoperative CTs. Der zweite Aspekt, wo wir, glaube ich, noch mehr Fortschritte gemacht haben, ist in der Komplikationsvermeidung. Es bringt ja nichts, den Tumor gut zu operieren, und dann geht es dem Patienten danach mit der Lebensqualität nicht gut. Wir verwenden heute sehr viel mehr Aufwand und Strategien, um Funktionen vor der Operation sichtbar zu machen, um sie zu erkennen und um dann während der Operation diese Funktionen zu erhalten. Und ich denke, dass wir Fortschritte gemacht haben. Wir operieren besser, indem wir mehr resizieren, also mehr entfernen können, und wir vermeiden viel mehr Komplikationen, als wir sie früher gehabt haben.
Das finde ich sind auf jeden Fall schon mal mutmachende Worte. Da würde ich gerne weitermachen mit Professor Glas. Vor 10 Jahren, da hat man ja bei der Diagnose Glioblastom generell so ungefähr von einer 1,5-jährigen bis 2-jährigen Überlebenschance gesprochen. Wo stehen wir denn heute? Ja, ich bin gar kein Freund von diesen medianen Überlebenszeiten, weil das ja alte und junge Patienten betrifft. Das sind statistische Methoden. Und ich würde auch so ein bisschen mehr Optimismus verbreiten wollen, als es vielleicht jetzt Frank Giordano gemacht hat, wenn ich das sagen darf. Weil ich glaube, dass wir müssen überlegen, was für Tumore sind das? Glioblastom gehört, das muss man natürlich offen auch so sagen, zu den bösartigsten Krebserkrankungen, die wir kennen. Und trotzdem ist es so, dass wir in den letzten 10 Jahren die 2-Jahres-Überlebenszeit versiebenfacht haben. Natürlich nicht für alle Patienten. Wir sind in der Analyse, in der Diagnostik molekularer geworden. Wir können besser erkennen, welche Patienten vielleicht besser auf Therapie ansprechen, auf medikamentöse Therapie ansprechen, vielleicht auch generell eine bessere Prognose haben. Und wenn man das alles berücksichtigt, ist diese Versiebenfachung in den letzten 10 Jahren aus meiner Sicht ein großer Sprung. Und da muss man sich nicht verstecken vor anderen Gebieten. Das ist, glaube ich, und dazu will natürlich jeder Patient gehören, wenn er mit einer Therapie beginnt. Und diese medianen Überlebenszeiten und plus 3 oder 4 Monate mehr, ich glaube, das bringt auch im Patientengespräch relativ wenig aus meiner Sicht. Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt also auch neue und weitere Therapien. Dr. Hottinger, es wird ja immer viel über die Kombination aus Temozolomid und den T-Tiefels, den sogenannten elektrischen Wechselfeldern, gesprochen. Wie stehen Sie dazu? Ja, das stimmt. Also die Stromfeldtherapie ist eigentlich etwas relativ Neues. Das beruht auf einer Phase-3-Studie. Das sind die Endstudien, die beweisen, dass eine Therapie funktionieren kann oder nicht, wo eine Gruppe therapiert wird mit der Standardtherapie und die andere Gruppe von Patienten bekommt typischerweise Standardtherapie plus das neue Medikament, also in diesem Fall Stromfelder. Und da gibt es eine Studie, die von 2017 publiziert wurde, die zeigt, dass effektiv diese Stromfelder etwas dazu bringen. Und sie können also ein paar, mediane Überlebenszeit ist nicht ganz wichtig, aber es bringt ein paar Monate mehr. Aber es verdoppelt ebenfalls die Patienten, die Langzeit überleben dabei. Also somit ist das versprechend. Es ist einfach eine Therapie, die nicht ganz einfach ist, weil im Gegensatz zu einem Medikament, das einfach gegessen wird, muss man diese Arrays, also man muss das Gerät auf dem Kopf tragen, muss die Haare rasieren und man muss es wirklich über den relativ ganzen Tag anwenden. Also nicht ganz einfach, aber existiert. Wenn Sie schon sagen, nicht ganz einfach, aber dennoch irgendwie vielleicht auch erfolgversprechend auf der anderen Seite, wie sieht es denn da im Punkto Nebenwirkungen aus? Also Nebenwirkungen gibt es relativ wenige. Das ganze Problem ist wirklich die Haut, natürlich auf dem Kopf, wo man aufpassen muss, weil die ist natürlich unter diesen Arrays, also das ist wie ein Pflaster, das konstant getragen wird. Ansonsten eigentlich nicht andere Nebenwirkungen. Also es gibt nicht mehr epileptische Anfälle, nicht mehr neurologische Defizite in diesen Gruppen, nicht mehr Kopfschmerzen. Professor Giordano, Sie als Strahlenexperte, bestrahlt man heutzutage denn anders, also eher in kleinen, aber dafür mehr Dosen oder ist die eine höhere Einzeldosis erfolgsversprechender? Wie funktioniert das heute? Also generell gelten noch zwei Muster im Prinzip als akzeptiert. Einmal die 30x2-Gray-Fraktionierung und dann die etwas kürzere, die wir bei älteren Patienten anwenden, mit 15 Fraktionen. Aber generell gilt das immer. In den letzten 10 Jahren haben wir es geschafft, praktisch die Strahlführung präziser zu machen. Wir haben uns von 2D-Bestrahlungsplanung auf 3D, sogar 4D entwickelt. Und sie haben immer einen, sag mal, Heiligenschein um den Tumor herum. Der dann immer kleiner wird mit der Technik, mit dem Fortschritt der Technologie. Und dann trauen sie sich natürlich auch härter zuzuschlagen. In Einzelfällen schaffen wir sogar die 10- bis 15-fache Dosis, die wir jetzt in den konventionellen Fraktionierungen nutzen, zu verwenden. Aber ganz klar, da gibt es auch wieder eine absolute Standardfloskel von uns Strahlentherapeuten. Ja, ob viel Dosis auch viel hilft. Da ist ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Und ob das mehr nutzt als schadet,
wird jetzt auch gerade in weltweit großen Studien getestet, sodass wir, was das angeht, seit wirklich vielen Jahren immer das Gleiche machen und auch mit dem gleichen Ergebnis, auch für uns nicht zufriedenstellen. Daher engagieren wir uns in Studien, die das eben testen. Also ein heiß diskutiertes Thema ist ja auch die sogenannte Protonentherapie, damit soll angeblich schonender, aber genauer bestrahlt werden können. Können Sie uns da mal kurz mitnehmen und so welchen Vorteil haben Glioblastom-Patienten davon? Also da ist es so, bisher gibt es keine Studienergebnisse jedweder Art, die, wie von Herrn Hottinger erwähnte, Phase 3 sozusagen durchgemacht haben, die einen Unterschied in Wirksamkeit oder Nebenwirkungsprofil der klassischen Röntgentherapie, Photonentherapie mit der Protonentherapie irgendwie erkennen lassen. Und da wären wir dann wieder bei dem eingangs getätigten Statement mit den bösen Zungen, dass sich nichts verändert hat. Die brauchen wir hier wieder und wir müssen wieder fordern, dass das weiter erforscht wird. Da steckt möglicherweise Potenzial drin, aber so wie es jetzt angewandt wird, gibt es gerade keine Daten, die zeigen, dass das jetzt im Hinblick auf Wirksamkeit oder Nebenwirkungen besser ist. Daher, also hier muss man abwarten und weiter forschen. Ganz genau. Studienergebnisse. Da sind wir noch nicht, um diese Frage endgültig zu beantworten. Professor Balcourt, wenn Sie jetzt Ihren Kollegen so zuhören, Sie selber sagen ja auch gerne Elite-Soldaten im Kampf gegen den Tumor. Sind Ihre Kollegen jetzt Mutmacher oder das, was eben heutzutage möglich ist? Ich denke, dass wir im Bereich der Hirntumortherapie im Allgemeinen, aber speziell im Glioblastom, mit der Vielfalt der Therapieoptionen oder Therapiemöglichkeiten, die wir haben und der Vielfalt an Informationen, die in eine Behandlung einlaufen oder hineinlaufen, uns tatsächlich zu Hochleistungsteams entwickelt haben. Ja, das sind alle hoch ausgebildete, sehr engagierte Kollegen aus verschiedenen Bereichen, die wirklich nur dazu da sind, den Tumor, und da können Sie jetzt gerne militaristisch werden, als Feind zu sehen und gemeinsam eine Strategie zu finden, um auf dem Schlachtfeld der Hirntumortherapie diesen Tumor den Gar auszumachen. Dazu stehe ich. Ich finde, dass wir da sehr gut zusammengewachsen sind und dass wir mit den verschiedenen Methoden, die wir haben, tatsächlich Hochleistungsteams im besten oder im wahrsten Sinne des Wortes sind. Und das zieht sich durch alle Berufsgruppen und über die gesamten Disziplinen. Also ich finde tatsächlich das Bild, was Sie gerade gezeichnet haben, mit dem Schlachtfeld und dem den Gar auszumachen, ja, sehr positiv und man merkt natürlich auch daran, dass ja die Neurochirurgie, Neuroonkologie natürlich mit Hochdruck dabei ist, diesen Menschen eben zu helfen mit dieser sehr schweren Erkrankung. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit, wie risikobelastet ist denn so eine Gehirnoperation generell? Also vielleicht fangen wir da mal ganz kurz an. Also das Risiko der Operation hängt in erster Linie von der Lokalisation, also von dem Ort des Tumors innerhalb des Gehirns ab. Das Gehirn beherbergt verschiedene Funktionen. Der einfache Neurochirurg, der kennt sich eigentlich nur mit Sprache und mit Motorik aus, aber es gibt natürlich noch sehr viel andere wichtige Informationen, wie Gedächtnis, Emotionalität und alles diese Dinge, die das Ich bestimmen. Aber trotzdem gelingt es dem Tumor, sich zwischen diesen Funktionen zu verstecken. Und wenn es dann bei einer Operation zu einer Störung oder zu einer Verletzung dieser Funktionsbereiche kommt, dann ist das, was wir als Komplikationen erleben. Funktionsausfälle, die im Notfall oder in seltenen oder im Fall, dass sie dann eintreten, auch wirklich das Leben verändern können eines Patienten. Und ich denke, dass wir hier deutliche Fortschritte gemacht haben, weil wir eben geschafft haben, diese Funktionen besser zu verstehen, wie ich es gerade angedeutet habe. Wir haben mehr gelernt darüber und wir können sie auch lokalisieren und während der Operation und während der weiteren Therapie, auch der Strahlentherapie, sichtbar machen und damit eben vermeiden. Und das Risikoprofil, ich denke, dass man die meisten Tumoren mit einem Risikoprofil von weit unter 10% operieren kann. Kommen wir vielleicht zum auch das ist ja beim Glioblastom leider sehr häufig der Fall. Vor 10 bis 15 Jahren, da war man dann meistens eigentlich am Ende und hat gesagt, ja, so traurig es ist, aber wir sind jetzt am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Heute kann man ein zweites, sogar ein drittes Mal operieren. Wie schwierig ist das? Und vor allen Dingen auch die Frage, wann ist denn dann irgendwann Schluss oder kann ich das unendlich fortsetzen?
Ich denke, da haben wir auch eine wichtige Entwicklung gemacht, auf die Sie schon vorhin die Sie vorhin angedeutet haben. Vor 10 oder 15 Jahren war es noch unanständig, einen Glioblastom zum zweiten Mal zu operieren. Da hat man gesagt, jetzt haben wir alles versucht, jetzt geht nichts mehr. Das ist heute ganz anders. Heute, und da hat zum Beispiel auch die Studie von Florian Ringel aus Mainz, die er mit verschiedenen Kollegen durchgeführt hat, einen erheblichen Anteil daran. Die hat uns gezeigt und hat uns auch Mut gemacht, dass wir im sogenannten Rezidivfall, also wenn der Tumor wieder auftaucht, ruhig noch einmal versuchen können zu operieren. Und dass es hier sehr häufig gelingt, den Tumor noch einmal so weit zu entfernen, dass die weiteren Therapien, häufig sind es ja experimentelle Therapien, eine sehr viel bessere Ausgangschance haben. Das Risikoprofil hat sich nicht relevant verändert. Es gibt einzelne Ausnahmen in sehr kritischen Hirnregionen, wo vielleicht Blutgefäße eine wichtige Rolle spielen in der Nähe des Tumors. Da muss man ein bisschen genauer hinsehen, ob man nochmal operieren möchte. Aber grundsätzlich stimmt es. Wir operieren heute ein zweites und manchmal ein drittes Mal. Es ist nicht mehr unanständig. Und wir denken, dass wir damit den Patienten nochmal in eine Situation bringen, dass weitere Therapieoptionen, die er dann noch hat, besser greifen können. Und das Risikoprofil ist nicht, entspricht dem Risikoprofil der Erst-OP. Für mich als Laien, jetzt ist so ein Glioblastom ja sehr, ich sag mal, verwachsen, deshalb ja auch so schwierig. Man schneidet nicht einfach eine Kugel raus oder so, ist eben ganz zu entfernen. Opfert man dann eigentlich auch bei jeder OP auch etwas gesundes Material, kann man das so sagen? Ja, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Man darf bei einer Operation niemals suggerieren, man könnte den Tumor vollständig entfernen. Deswegen betonen wir immer, dass wir den Teil entfernen wollen, den man in den kernspintomografischen Bildern, also in den Bildern, die man vor der Operation gemacht hat, auch wirklich sehen kann. Man kann dann verschiedene Sequenzen oder verschiedene Methoden verwenden, um das zu definieren. Aber grundsätzlich haben Sie recht, dieser Tumor wächst infiltrativ und einzelne Zellen werden immer im normalen Gewebe bleiben. Und denen werden wir in der Regel nicht hinterherjagen, wenn wir damit Funktionen opfern würden. Ich habe es gesagt, es geht nicht nur darum, den Tumor vollständig zu entfernen, also so gut wie möglich zu entfernen, sondern auch die Lebensqualität zu erhalten. Und eigentlich versuchen wir immer, den richtigen Weg zu finden, die Funktion zu erhalten und so viel wie möglich zu entfernen. Dadurch, dass wir die Funktion heute sehen, können wir aggressiver sein, aber wir würden nie für das Leben relevante Funktionen, wie zum Beispiel die Motorik, also die Bewegbarkeit einer Körperseite oder die Sprachfähigkeit, wissentlich opfern, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, in dem Wissen, dass es uns eh nicht gelingt, den Tumor hundertprozentig zu entfernen. Da müssen dann die Strahlentherapeuten und die Onkologen mit ihren anderen Waffen beistehen. Vielen Dank erstmal, das war schon eine gute Überleitung eben an Professor Giordano, aber ich würde da gerne nochmal, bevor ich zur eigentlichen Frage komme, den Punkt aufsprechen, den Professor Walkozzi gerade gesagt hat, das Thema Lebensqualität. Sie alle sind gefragt, also wie wägt man das ab? Also irgendwann, klar, das eine ist auf der einen Seite möglich, aber was muss ich auf der anderen Seite dafür opfern? Vielleicht fangen Sie mal an, Professor Giordano. Ich habe es jetzt ganz ruckelig nur hier mitgekriegt. Es geht so ein bisschen um das Thema Abwägung von Möglichkeiten, was man eben alles machen kann und auf der anderen Seite das Thema Lebensqualität. Ja, das ist ja ein Problem vieler Krebstherapien unserer Zeit, dass wir durch die Therapien, die wir durchführen, tatsächlich oft den Blick verlieren, was das für den Patienten bedeutet. Und das ist leider ja ein generelles Phänomen der modernen Krebstherapie, dass wir den Krebs immer komplexer aufschlüsseln und wir Gewebe, Einzelzellchromosomanalysen machen und eigentlich von dem Gießkannenprinzip wegkommen zur Individualtherapie. Und man das dann noch dem Patienten laienverständlich erklären soll, was das jetzt dann auch bedeutet für die Lebensqualität oder für die weitere Nebenwirkungsrate, die ihn hier jetzt erwartet oder die sie hier jetzt erwartet. Das ist sicherlich ein ganz großes Problem, das wir aber ganz gut im Griff haben, weil doch die Studien qualitativ besser geworden sind im Vergleich zu dem, was wir noch vor 10 Jahren gemacht haben, sind die Studien heute auch besser überwacht und auch von Aufsichtsbehörden viel besser kontrolliert. Wir haben auch mehr Reportingpflichten. Das heißt, wir wissen eigentlich heute viel besser Bescheid, was wir wem antun, bei welcher Konstellation. Dennoch gebe ich ja offen zu, dass wir es oft, wie Herr Walkozzi ja gesagt hat,
einfach im Eifer des Gefechtes auch vergessen, dass da noch ein Mensch dran hängt an dem Tumor. Ja. Und daher gibt es auch die Notwendigkeit, Patienten doch noch durch, ich sage jetzt mal, Organisationen oder auch durch weiterführende Informationen, teilweise auch über das Internet, weiter zu informieren. Wie geht es denn anderen Patienten? Dazu kommen wir gleich zum Thema Aufklärung und Information. Ich würde tatsächlich, weil das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, denke ich, diese Abwägung, das würde ich auch nochmal gerne weitergeben an Herrn Dr. Hottinger, denn der hat schon gerade anerkennend genickt. Also ich komme mal mit einem konkreten Beispiel. Man geht jetzt von jemandem aus, der ungefähr noch 8 Monate zu leben hat, zumindest aufgrund der Aufzeichnung und der Daten, die man hat. Was empfehlen Sie denn dann so einem Patienten? Also wie wägen Sie das ab, was man auf der einen Seite jetzt in den 8 Monaten noch machen kann? Oder sagen Sie, da steht die Lebensqualität dann ganz klar im Vordergrund? Also Lebensqualität steht absolut im Vordergrund, aber es ist natürlich immer schwierig für einen gewissen Patienten, weil eigentlich, auch wenn man weiß, wie Sie sagen, der hat, also seine Chancen sind noch ungefähr 8 Monate zu leben, wenn Sie das so sagen, das weiß der Arzt und der Patient natürlich nicht. Oder es können 2 Monate sein, es können aber auch 3 Jahre sein meistens. Und das ist extrem wichtig zu verstehen. Wir wissen, auch wenn wir grob wissen, das heißt für eine Gruppe von Patienten, individuell ist es extrem schwierig zu sagen, was passiert. Und deshalb, man muss die Patienten richtig informieren über das Schweregrad der Erkrankung, aber man muss auch ein wenig Hoffnung hinterlassen und das existiert effektiv. Und dann ist natürlich Lebensqualität ist auch sehr individuell. Das ist nicht dasselbe, wenn Sie, sage ich, 40 Jahre alt sind und Ihre Tochter wird heiraten, da wollen Sie unbedingt dabei sein und noch länger leben. Und wenn Sie 90 sind und die Ärzte absolut nicht mehr sehen wollen, setzen Sie natürlich, was wichtig ist, ganz anders ein. Und dann arbeiten Sie aber auch anders mit dem Patienten und mit den anderen Ärzten, um wirklich die Lebensqualität des individuellen Patienten so gut wie möglich zu betrachten. Ich glaube, wenn ich da eine Sache noch ergänzen darf, glaube, das Wichtige ist, glaube ich, das Stichwort, auch schon Modewort mittlerweile, Patientenpartizipation. Wir genau. müssen in der Lage sein, so viele Informationen beratend weiterzugeben, dass es klappt natürlich nicht bei jedem Patienten, aber im Idealfall, dass jeder Patient selbst mitentscheiden kann. Lebensqualität, das können wir für unsere Patienten überhaupt gar nicht beurteilen. Wir können natürlich unsere eigene Meinung sagen, wir können natürlich sagen, wie gefährlich ist eine Therapie, die dritte, vierte Operation, die dritte, vierte Chemotherapie oder die zweite oder wie vielte Strahlentherapie oder was auch immer. Aber was das dann für das Leben des Einzelnen bedeutet, das ist sehr, sehr individuell. Ich sehe Patienten, die sind nicht selbstversorgend, aber von ihrer Hirnleistung her so klar, dass sie sagen, sie kämpfen um jeden Monat Lebenszeit. Und ich sehe Patienten, die haben keine erkennbaren Beschwerden, trotz ihrer Hirntumorerkrankung, die sagen sehr früh, sie möchten keine weitere Therapie. Und da müssen wir hinkommen, dass wir nicht unsere Therapien immer besser machen, sondern dass wir eben auch personalisiert therapieren. Und das heißt eben auch, was ist die Therapie für den Patienten oder die beste Therapie, nicht von der Wirksamkeit, sondern wenn man Lebensumstände berücksichtigt, für den Patienten, der vor mir sitzt in der Sprechstunde. Das ist, glaube ich, so ein großes Ziel, die wir arbeiten. Entschuldigung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist auch ein großer Teil unseres Jobs, unsere Patienten kennenzulernen, um effektiv diese Entscheidungen mit ihnen treffen zu können. Ja, also das Thema Empathie und tatsächlich Kommunikation wird an dieser Stelle eine große Rolle spielen. Auch, dass sich Patienten ja häufig irgendwie missverstanden oder nicht abgeholt fühlen, weil sie einfach den Arzt nicht verstehen und der Arzt umgekehrt vielleicht irgendwie unter Zeitdruck ist oder auch nicht weiß, der jetzt mit der Situation so umgehen soll. Da kommen wir nämlich auf das Thema Aufklärung. Professor Giordano, Sie hatten es vorhin schon ganz kurz angerissen. Sind denn Betroffene, ich lese das immer wieder in Foren und so, dass Patienten sagen, ja, ich wusste jetzt eigentlich gar nicht und woran sollte ich mich wenden und man hat mir XY nicht erklärt. Sind Patienten richtig aufgeklärt und wenn nicht, gibt es da Handlungsbedarf offensichtlich? Handlungsbedarf gibt es sicherlich und dass ein Patient nicht richtig aufgeklärt ist, in legaler Hinsicht ist natürlich nicht richtig. Das ist oft so, das ist auch tatsächlich ein Behandlungsvertrag, den wir ja legal aus legaler Sicht schließen. Aber ich stimme zu, dass es immer schwieriger wird, die Dinge zu portieren oder zu destillieren. Wir haben einfach viele Informationen, die wir aus jetzt den molekularen Analysen rausnehmen können und wir haben einfach fast schon für jeden Patienten auch teilweise Individualkonzepte. Wir haben für reoperierte Patienten Individualkonzepte in der Rezidivsituation, bleibt uns
außer experimentalen Individualkonzepten fast gar nichts übrig. Und mit zunehmender Komplexität und ja, entsteht aber auch eine zunehmende Kostenstruktur für solche Individualtherapien. Wenn Sie jetzt einen gezielten Schalter finden, wird sich die Firma das auch was kosten lassen. Dieses Medikament wird dann einen gewissen Preis haben. Damit steigt der Kostendruck natürlich auf das Gesundheitssystem und wir als Behandler haben dann wieder weniger Ressourcen für das Gespräch. Ich will jetzt nicht den geschlagenen Hund spielen, aber wenn mehr Kostendruck im System entsteht, dann wird das meistens bei Gesprächen. Wenn Sie gucken, wie Gespräche vergütet werden und wie Nachsorge- oder Aufklärungsgespräche zumindest hier bei uns in Deutschland vergütet werden, dann ist das ein Problem unserer Zeit. Die Therapie absolut, wird ganz wichtig. Es gibt allerdings auch Ärzte und Onkologen, die sagen, das ist eigentlich schon das Wichtigste der Therapie überhaupt, das Gespräch, eben das persönliche Gespräch mit dem Patienten. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, Professor Glas, vielleicht an Sie. Also jetzt erhält man die Diagnose Glioblastom. Wie gehe ich dann denn überhaupt erstmal vor? Wie komme ich dann an die für mich relevanten Informationen ran? Was muss ich tun? Ja, so ein bisschen die Frage, wer stellt die Diagnose, in welchem Umfeld befindet sich der Patient? Wenn man es ganz zentral betrachtet, und das kann man vielleicht belächeln, aber ich halte es für extrem wichtig, dass man einen guten Hausarzt hat. Nicht, weil das der Hirntumorexperte ist, aber das ist die erste Anlaufstelle. Sie brauchen dann bei so einer schweren Erkrankung einen Hirntumorexperten. Und wie findet man den? Und wie findet man generell einen guten Arzt? Und was bedeutet das? Ich glaube, ich kann Ihnen jetzt erzählen, es gibt die Deutsche Krebsgesellschaft und Hirntumor-zertifizierte Zentren und das kann man im Internet nachlesen und hat dann zumindest ein zertifiziertes großes Zentrum mit einer gewissen Expertise, was natürlich nicht heißt, dass alle, die nicht zertifiziert sind, keine Hirntumore behandeln können, aber das ist ein gewisses Qualitätsmerkmal und das wäre eine Anlaufstelle. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, Sie brauchen einen Arzt, der sich kümmert, der erreichbar ist, der sich Zeit nimmt und das merken Sie, glaube ich, relativ schnell. Und auch, Sie merken dann auch relativ schnell, ist dieser Arzt bereit, wenn er vielleicht nicht Experte ist in diesem Gebiet, auf weitere Experten zu verweisen, sich auch weitere Informationen zu holen, ist er offen auch für diese Frage danach, die ja häufig gestellt wird. Ich glaube, unabhängig davon gibt es ja glücklicherweise auch Patientenorganisationen. Eine ist ja hier auch mit beteiligt, Yes We Cancer, auch mit einer Nähe zu Hirntumorexperten. Und davon gibt es natürlich auch andere, die findet man sehr leicht und kriegt dann, glaube ich, weitere Informationen. Wie wichtig ist denn, also jetzt habe ich einen guten Arzt gefunden, fühle mich da gut aufgehoben, aber wie wichtig ist denn die sogenannte Zweitmeinung oder raten Sie vom, ich sag mal, Ärztehopping eher ab? Das kann ich Ihnen nicht pauschal beantworten. Die ist dann wichtig, die Zweitmeinung, wenn sich der Patient unwohl fühlt. Und das klingt ganz banal, aber ich glaube, ich weiß, ob die Kollegen das ähnlich sehen, als Patient, wenn man in so einer Situation ist, man braucht ein gutes Bauchgefühl, man muss sich gut aufgehoben fühlen. Wir unterstützen Zweitmeinung, am Zweitmeinungsservice Verweise an Kollegen, wenn Patienten danach fragen, er darf es bei uns, wie vielleicht es doch öfters mal vorkommt, keine Eitelkeit geben. Aber Zweitmeinungen oder Drittmeinungen oder Viertmeinungen und Ärztehopping, so haben Sie sie angesprochen, kann natürlich auch zu sehr, sehr viel Unruhe führen und zu viel Verunsicherung führen und zu sehr viel Stress. Das ist ein großes Glück, glaube ich, wenn man als Patient ein Ärzteteam findet, ich sage Wust-Team, Herr Bakotzi hat es ja auch gesagt, es sind Erkrankungen, die niemals eine Person alleine behandeln kann. Wir brauchen verschiedene Fachdisziplinen, wenn das gegeben ist. Und das ein gutes Zentrum ist, und der Patient sich gut aufgehoben fühlt, glaube ich, braucht man nicht zwingend eine Zweitmeinung. Professor Giordano, jetzt haben wir also viel über die Entwicklung gesprochen, über Therapiemöglichkeiten, darüber, dass vieles natürlich individualisiert wird, das auch ganz wichtig ist, und Nachsorge. Aber wie steht es denn mit dem Thema Früherkennung? Denn nach wie vor ist es ja offenbar sehr, sehr schwierig, ein Glioblastom überhaupt richtig zu erkennen. Auch da hört man immer wieder, Patienten wurden mit Verdacht auf Schlaganfall beispielsweise irgendwie eingeliefert. Ja, wo geht denn hier die Reise hin? Was kann man hier tun an der Stelle? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist ein Tumor, der sich komplett der Früherkennung entzieht. Aktuell haben wir keine Möglichkeit, diesen Tumor jetzt an irgendeiner Hand von Parametern abzuschätzen. Wir haben uns lange Zeit eingebildet, dass wir irgendeine Art Ätiologiestruktur mit Handys und so aufbauen können, dass wir im Prinzip dort wissen, wo es herkommt. Wir wünschen uns alle immer, so wie beim Bronchialkarzinom, die Ätiologie zum Rauchen, beim Melanom die Ätiologie zur Sonne.
ich glaube, davon muss man sich verabschieden. Das ist ein Tumor, der im Alter auftritt, vorwiegend, aber es gibt auch viele jüngere Patienten, die aus heiterem Himmel getroffen werden von so einer Diagnose. Das, was es halt eben kompliziert, ist, dass es eine beachtliche Schnittmenge gibt zwischen den Symptomen, die halt eben im Alter auftreten. Da wird ein älterer Herr halt einfach mal etwas clumsy, etwas unbeholfen, etwas vergesslich. Und das schiebt man ganz schnell auf was anderes und dann zögert man eigentlich das noch raus. Aber die Patentlösung habe ich auch nicht und man kann jetzt nicht auch alle Menschen über einem gewissen Alter alle 3 Monate in ein MRT stecken. Das ist sicherlich nicht die Lösung und da werden wir am Horizont vielleicht hoffentlich irgendwann mal etiologisch irgendwie schlauer werden, aber aktuell, also sprich von der Ursachenforschung her etwas schlauer werden, dass wir ein Kollektiv identifizieren können, bei dem es sich lohnt, so wie bei, wie gesagt, bei einem Raucher, lohnt sich ab einer gewissen Packier-Jahreszahl das Low-Dose-CT-Screening. In diesem Fall habe ich keine vernünftige Antwort für ein Screening-Programm und ich glaube, da ist nichts Seriöses am Horizont erstmal. Dr. Hottinger, wie sehen Sie das denn? Denn es wurde jetzt gerade angesprochen, also klar, wenn ich rauche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Lungenkrebs bekomme, relativ hoch. Wenn ich Sonnenanbeter des Hautkrebses, nichtsdestotrotz muss ich ja eigentlich da bei dieser Früherkennung doch irgendetwas tun. Also ich meine, überall geht man zur Vorsorge und es gibt keine Vorsorge für einen sogenannten Hirntumor. Ja, das stimmt. Das ist leider rein praktisch nicht machbar. Das ist ein sehr aggressiver Krebs, der wächst extrem schnell. Also technisch gesehen müsste man alle 3 Monate ein MRT haben, ein Kopf-MRT, um das identifizieren zu können. Das ist leider nicht machbar, also nicht realistisch machbar. Und dann sind die Fälle extrem selten ebenfalls. Also Welche Rolle spielt denn beispielsweise die Genetik? Also beim Brustkrebs kann man ja häufig davon ausgehen, wenn die Großmutter oder die Mutter es hatte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man selber daran erkrankt, auch relativ hoch ist. Wie ist es hier beim Glioblastom? Man versteht immer mehr von der Genetik der Tumor, aber die meisten Fälle, also über 95% der Fälle, die kommen aus dem Nichts raus. Es gibt ganz seltene familiäre Prädispositionen für Hirntumoren, aber das sind eigentlich relativ gut identifizierte Familien und so weiter, wo es existiert in der Familie. Und das ist wirklich ein Sonderfall eigentlich. In den meisten Fällen kommt es aus heiterem Himmel. Also es gibt auch nichts, was man jetzt präventiv tun könnte. Nein, bei den meisten Patienten nicht. Bei diesen Familien, wo man es kennt, kann man eventuell etwas machen und so, je nach Erkrankung. Aber das ist so selten, dass das lohnt sich jetzt nicht hier zu besprechen. Wenn man dann erkrankt ist, leider, dann kommt ja auch das Thema Ernährung, wird immer wieder diskutiert, die sogenannte Krebsdiät. Dann gibt es Menschen, die ernähren sich ketogen, basisch, verzichten auf Zucker. Ist das vorteilhaft? Also ich sag mal, verlangsamt das zum Beispiel das Wachstum oder könnte das die Chance eines Rezidivs verringern? Also die kurze Antwort ist das momentan leider absolut nicht. Also man versteht schon, dass der Metabolismus einer Tumorzellen anders ist als das normale Hirngewebe, aber man hat momentan wirklich noch keinen Einfluss darauf. Und alle diese Diäten und so weiter, keine davon wurde eigentlich bewiesen, ein richtiger Effekt zu haben in einer, noch einmal diese Phase 3, randomisierte Phase 3 Studien zu zeigen. Mhm. Es stimmt auch, dass viele Patienten irgendetwas versuchen ab und zu und da muss man dann wirklich mit seinem eigenen Arzt regelmäßig besprechen, ob es Sinn macht oder nicht und ob es positive Wirkungen oder sogar eventuell negative Auswirkungen auf die Standardtherapie haben kann. Mhm. Professor Glas, wie sieht denn jetzt heute die sogenannte Nachsorge, auch die Kontrolle aus? Sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hängt ein bisschen davon ab, wie therapiert wurde, in welcher Therapiephase der Patient sich befindet. Ich glaube, ganz zentral sind 2 Sachen, wenn wir davon ausgehen, Operation, Strahlen, Chemotherapie und oder medikamentöse Therapie sind abgeschlossen, wenn das gelingt. Und dann sind eigentlich 2 Stützpfeiler relevant, die bildgebende Kontrolle des Kopfes, also die Kernspintomographie, das MRT. Wir machen das beim Glioblastom weltweit alle 3 Monate, manche Zentren alle 2 Monate. Das kann man ja diskutieren, wie man das machen möchte. Hängt auch ein bisschen von vielleicht prognostisch relevanten Parametern ab. Und das andere ist natürlich die neuroonkologische, ich sage es extra jetzt nicht neurologisch, extra neuroonkologische Untersuchung.
die dann immer mit dabei sein sollte, logischerweise. Nicht nur alleine die Bildkontrolle des Kopfes. Das ist eigentlich mit schon, sind die Eckpfeiler der Nachsorge. Dazu kann vielleicht gehören, gerade wenn eine Chemotherapie gelaufen ist, dass man auch noch über den Verlauf, je nachdem, nach dem Blutbild schaut. Weil bei manchen Patienten, die haben über längere Zeit noch Schwierigkeiten, bis das Blutbild wieder in Normwerten quasi nachweisbar ist. Auch das muss man individuell diskutieren. Also meine Herren, eins ist klar, sie kämpfen natürlich alle für die gleiche Sache und jeder hofft, dass es natürlich da auch weiterhin große Fortschritte geben wird. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, diese Frage richtet sich aber an Sie alle, vielleicht fangen Sie nacheinander dann an. Wann wird ein Glioblastom heilbar sein? Wir fangen mal unten an mit Professor Dr. Baikosi. Ich glaube, die meisten Therapiestrategien scheitern derzeit an der Neigung des Tumors, resistent zu werden. Und ich denke, man wird das besser in den Griff bekommen, wenn man diese Mechanismen der Resistenzentwicklung mal verstehen würde, also zurück in die Grundlagen geht. Dr. Hottinger. Ja, also Grundlage ist extrem wichtig. Ich glaube, heutzutage weiß man noch nicht, was funktionieren wird. Also ich nehme wieder das Beispiel der Stromfeldtherapien. Das hätte vor 10 Jahren, hätte niemand wetten können, dass irgendwie Elektrizität da etwas bringen könnte. Und das ist einfach so, es ist hochwahrscheinlich, dass man absolut nicht weiß, was dann effektiv funktionieren wird. Man muss aber einfach, das Wichtigste ist, weiter forschen, weiter versuchen zu verstehen, was läuft, was nicht läuft, worum es nur teilweise läuft und so weiter, um das wirklich besser zu verstehen. Professor Glas. Also, ich versuche es ja immer optimistischer zu sagen. Ich kann jetzt, glaube ich, keine Jahreszahl sagen. Ich weiß nicht, wann das gelingt. Ich glaube, dass wir derzeit in der Grundlagenforschung als auch in der translationalen Forschung sehr, sehr spannende Themen haben. Und ich denke, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird es entscheidend sein, greifen diese neuen Konzepte. Wir haben gerade erst verstanden, wie unterschiedlich diese Tumoren sind von Patient zu Patient, auch wenn man mikroskopisch in einen Tumor hineinschaut. Wir haben das große Thema Tumorimpfung, Immuntherapie, vielleicht auch intensivierte Chemotherapien oder personalisierte Therapie als drittes Thema. Wenn diese Konzepte greifen, dann glaube ich, machen wir große Schritte nach vorne, aber das wird sicherlich 5 bis 10 Jahre dauern, bis wir das klarer sagen können. Professor Giordano. Ich habe eine ganz klare Jahreszahl, 26 Jahre, so lange muss ich noch arbeiten. Und wenn ich mal so sehe, was so ein Marathonläufer sich für Qualen antut, weil er weiß, dass irgendwo in zig Kilometer irgendwo ein Zielhäuschen steht, man braucht irgendeine Motivation, um morgens dahin zu gehen und den Job zu machen. Und ich gebe dem Ding 26 Jahre Zeit, dann muss es gelöst sein, dann kann ich mich mit irgendwas anderem befassen. Aber wenn man sich unsäglich abquält, will man irgendwann mal durchs Zielhäuslein rennen, sonst lohnt sich das nicht. Also 26 hat er. Also ich drücke Ihnen dafür auf jeden Fall allen die Daumen, insbesondere natürlich den Patienten, weil das sind ja diejenigen, denen geholfen werden soll. Und die ich jetzt auch ganz klar ansprechen möchte, denn jetzt, liebe Zuschauer, sind Sie gefragt. Sie haben jetzt also die Möglichkeit, unseren Experten Ihre Fragen zu stellen. Ich hatte es vorhin gesagt, Sie können das hier in den Chat schreiben und ich werde es dann weiter in die Runde geben. Aber das ist sicherlich eine Chance, die man nicht verpassen sollte, wenn man einmal so ein Board, nenne ich es mal, vor sich hat. Solange wir warten, wenn es nicht 26 Jahre lang sein muss, können wir früher in die Ferien gehen. Das wäre absolut cool. Also hier kommt die erste Frage und zwar von Sven. Er fragt, kann die Protonenbestrahlung durch die Genauigkeit Vorteile bringen? Wenn bestrahlt wurde, heißt es immer, dass die OP so einfach gar nicht mehr möglich sein soll. Also vielleicht splitten wir diese Frage zwischen Chirurg und Strahlentherapeut. Bitteschön. Also zu Protonen gibt es nur zu sagen, die vermeintliche Präzision, die dort immer im Raum steht und die vermeintliche Wirksamkeit, dafür fehlen uns nach heutiger Datenlage wirklich die harten Beweise aus tatsächlich qualitativ hochwertigen, vergleichenden, multizentrischen Studien. Und ich finde, den Maßstab, den wir auch immer über das Stöckchen, über den wir das die Pharmafirma springen muss, über das jeder von uns springen muss, wenn er eine zündende Idee hat, auch der ethische Maßstab,
das immer mit dem Standard zu vergleichen, den muss die Protonentherapie jetzt auch mal nehmen. Da gibt es gute Beispiele von Studien, die laufen, aber eben noch nicht die Studie, die jetzt gezeigt hat, dass es einen Vorteil gibt. Man kann auch anführen, bei den Lungenkrebsen hat die Protonentherapie ganz das Gegenteil bewirkt. Da sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen. Es ist sicherlich eine Therapie mit Zukunft, aber noch nicht da, wo wir es jetzt aktuell brauchen, sodass wir festbasiert sagen können, Patient muss da jetzt unbedingt mit Protonen behandelt werden. Wir wollen aber auch, wenn ich das noch ergänzen darf, wir wollen ja gar keine Hochpräzisionsbestrahlung bei einem invasiv wachsenden Tumor haben. Ich meine, Herr Bakotz hat es ja auch gesagt, diese Tumore haben die große Neigung, Tumorzellen ins ganze Gehirn zu senden. Und da will man gar nicht millimetergenau bestrahlen. Das macht keinen Sinn. Also für den Strahlentherapeut ist Präzision das, womit ich morgens aufstehe und abends ins Bett gehe. Das, was hier angesprochen wird, dieser Wobbledy-Begriff der Invasion, den gehen wir natürlich an über sogenannte Dosisgradienten. Aber damit wir die auch zuverlässig dosieren können, brauchen wir auch eine Präzision im Gradienten. Die Strahlentherapie ist nicht so, dass wir mit dem Schwamm über das Gemälde fahren und dann die Ränder ausfransen, sondern wir definieren Zielvolumina ganz exakt und wir wollen am liebsten im gesunden Gewebe gar nichts haben. Also ich würde gerne Professor Weikozi da auch nochmal dazu nehmen aus Sicht des Operateurs, weil die Frage beinhaltet ja zwei Teile, dass eine OP, wenn man eben damit bestrahlt wurde, danach gar nicht mehr möglich sein soll. Ist das richtig? Naja, die Sorge, die der Operateur immer hat oder zumindest häufig dem Patienten kommuniziert wird, ist, dass durch die Bestrahlung Vernarbungen oder Gewebe Veränderungen entstehen, die eine erneute Operation schwierig machen. Das ist in der Regel nicht so dramatisch. Häufig ist es ein Argument, vielleicht doch nochmal zu überlegen, ob man so eine Bestrahlung macht. Aber man kann nach einer Protonenbestrahlung auch genauso gut operieren wie nach einer konventionellen Bestrahlung. Das Problem, was wir sehen, ist, dass die Protonenbestrahlung, da die eben so hohe Dosen gibt, häufig zu Gewebeveränderungen führt, dass man nicht unterscheiden kann, was jetzt Tumor ist und was jetzt Bestrahlungsreaktion ist. Und teilweise sieht man sehr ungewöhnliche oder sehr massive Veränderungen des Gewebes, die dann tatsächlich eine Interpretation der Bilder schwieriger machen für eine Operation. Mhm. Die nächste Frage wäre auch schon da. Ich denke, was ganz wichtig ist, es ist nicht, dass die Strahlentherapeuten gegen Chirurgen arbeiten oder nebeneinander. Das, was wirklich rausgekommen ist, dass wir wirklich alle zusammenarbeiten. Und die ganzen Sachen, die kombinieren sich, also die Chirurgie, Strahlentherapie und Chemotherapie werden zusammengebracht, um eigentlich das Optimale rauszukriegen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Die nächste Frage wäre von Volker. Wird an dem Nanotherm noch weiter geforscht? Das finde ich eine sehr gute Frage, weil das war ja mal ein Thema vor einigen Jahren. Und es gab ja auch mal eine entsprechende Studie dazu, die man jetzt diskutieren kann, aber die formal natürlich negativ war. Und dann wurde es sehr, sehr ruhig. Und wir haben mehrfach quasi auch schon Kontakt quasi zur Firma gehabt, immer mit dem Wunsch und der Aufforderung, wenn das weiter betrieben werden soll, dann bitte müsste die nächste Studie kommen. Und ich weiß nicht, wie das die Kollegen sehen. Ich habe seitdem nichts mehr gehört. Das ist ein großes Problem. Also wir haben keine Wirksamkeitsdaten. Wir haben das Problem, dass die Patienten, wenn die so behandelt werden, keine OPs mehr bekommen können. Und das ist kein kleines Thema. Da würde sich folgende Frage anschließen, die kam im Vorfeld schon über Facebook, vielleicht an Sie, Professor Glas, auch gleich im Anschluss. Wieso gibt es denn nicht mehr Studien zur Bekämpfung des Glioblastoms? Also Sie waren ja bei einer Studie beteiligt, die mit den elektrischen Wechselfeldern zu tun hatte. Aber hier also ganz klar die Bitte oder die Frage, warum gibt es nicht mehr? Ja, was ist mehr? Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Studien, national, international. Das kann man ja leicht einsehen. Man darf natürlich nicht vergessen, Glioblastom hat eine ganz andere Inzidenz, eine ganz andere Neuerkrankungsrate als beispielsweise Brustkrebs oder Lungenkrebs. Und man kann, denke ich, dann nicht unendlich viele Studien machen. Man braucht eine kritische Masse, eine Anzahl an Patienten für Studien, wenn man eine richtige Aussage treffen will. Das Ganze muss natürlich auch finanziert werden, braucht eine gewisse Laufzeit. Und wir können, glaube ich, nicht unendlich viele Ansätze untersuchen. Aber aus meiner Sicht ist die Studienaktivität in Deutschland, aber auch darüber hinaus sehr, sehr groß. Also wir haben alleine jetzt nicht für Glioblastom, aber eine zweistellige Anzahl an
an Hirntumorstudien bei uns im Zentrum, und das können die Kollegen, glaube ich, sehen das, glaube ich, ähnlich. Ja. Dann gibt es noch eine Frage von René, das ganz klar an die Chirurgen. Ist es sinnvoll, die zweite Operation möglichst früh mit noch kleinem Tumor zu machen, in Klammern kleineres OP-Risiko, oder soll lieber bis zu einer gewissen Größe gewartet werden? Also es ist sinnvoll, die Operation bei einem kleinen Tumor zu machen, wenn man weiß, dass es wirklich ein neuer Tumor ist. In der Realität sieht man ja erste Veränderungen und ist sich erstmal nicht sicher, ob das jetzt Veränderungen der Bestrahlung sind oder ob es jetzt wirklich ein neuer Tumor ist. Und man würde dann entweder noch einmal beobachten oder eine PET-Untersuchung machen, die es erlaubt, die Stoffwechselaktivität einer solchen Veränderung zu beurteilen. Und dann, wenn man aber weiß, dass es ein Tumor ist, würde man eher früher als später operieren, um zu vermeiden, dass der Tumor in wichtige Bereiche einwachsen kann, infiltrieren kann, die dann eine Operation wiederum risikoreicher machen würden. Mhm. Nächste Frage wäre hier von Caroline. Was halten Sie von der Idee der Kombinationstherapie? COSP9 und das COC-Protokoll sind laufende Studien darüber. Also, ich fange einfach mal an, wenn ich das darf. CUSP9 ist eine Phase 1-Studie, die Kollegen in Ulm gemacht haben. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber das ist ein Medikamentencocktail von 8 plus einer Substanz, nämlich Temozolomid. Wir haben ganz interessante Zwischenbefunde gehört. Allerdings glaube ich, muss man vorsichtig sein, wie interpretieren wir das? Es sind weniger Patienten behandelt worden. Es gibt noch keine Originalpublikation. Ich weiß, dass diese Arbeit eingereicht wurde, begutachtet wird, und dann können wir, glaube ich, mehr sagen. Aber da ging es eher um die Verträglichkeit. Viele Kollegen haben ganz viel Sorgen, wenn man zu viel kombiniert. Die Sorge teile ich natürlich auch. Wir haben auch unsere Erfahrung gesammelt mit CUSP9. Wir müssen abwarten. Es ist schwer einzuschätzen. Und COC, wenn ich es richtig ausspreche, ist ja in UK quasi, in England ein Protokoll, vielleicht ein bisschen ähnlich wie CUSP9, allerdings weniger Substanzen. Ich habe jetzt die genaue Zahl gar nicht im Kopf. 4 oder 5 sind das, glaube ich. Man versucht quasi Erkenntnisse aus dem Labor von bekannten Substanzen, die man bei anderen Entitäten eingesetzt hat, Blutzucker, Diabetes, Malaria etc. zu kombinieren, weil man gesehen hat, in der Zellkulturschale es gibt eine gewisse Wirksamkeit bei Hirntumoren. Ob das übertragbar ist auf den Patienten, also diese Translation, wie wir sagen, gelingt, ist total offen. Dr. Hortinger, Sie nicken anerkennt. Nein, ich bin absolut einverstanden damit. Ich glaube, eines der großen Probleme mit diesen Kombinationstherapien sind, dass meistens die Effektivität der Medikamente eigentlich nicht unbedingt gesteigert wird, aber die Nebenwirkungen gehen nach oben, je mehr Medikamente kombiniert werden. Und das ist ein richtiges Problem. Also ich spreche jetzt im Allgemeinen und nicht hier spezifisch für CUSP9 oder COC. Und man ist auch in der Onkologie vor 10 Jahren war sehr populär, sehr viele klassische Chemotherapien, Kombinierung und so weiter, und das hat eigentlich das wieder weggekommen davon. Also man muss wirklich die endgültigen Resultate abwarten, um zu schauen, ob es sich lohnt, das weiterzuführen. Es gibt ja wenigstens einen Erfolg, die CETEC-Studie, wenn ich mal Eigenwerbung machen darf, das ist ja Ulrich Herrlinger aus Bonn federführend betrieben. Eine Kombination eigentlich aus zwei klassischen Chemotherapeutika für Glioblastom-Patienten, die von ihrem Genstatus her mutmaßlich besser auf die klassische Chemotherapie ansprechen. Das ist so einer, finde ich, der Erfolge der letzten 15 Jahre, ist eine positive Chemotherapie, schon die erste seit der Standardtherapie, seit 2005. Das sind ja Dinge, darauf müssen wir, glaube ich, aufbauen und damit weiterarbeiten, wissenschaftlich. Genau. Ja, dahin geht auch so ein bisschen die nächste Frage von Sven. Wie ist Ihre Erfahrung mit individualisierter Chemotherapie, mit den Ansätzen nach MDS-Tumormarker-Screening? Wer soll sagen? Ja, wer mal zuerst antworten möchte, legt einfach los. Herr Hottinger. Okay. Ja, ich zu sagen, dass man eventuell gezielte Therapieziele finden kann. Das gibt es auch für ganz seltene Tumorarten, wo man zum Beispiel BRAF-Mutationen oder NTRK-Mutationen finden kann, wo es spezifische Moleküle gibt, die funktionieren können. Bei den meisten Mutationen, die identifiziert werden, ist leider der Mechanismus, der dahinter steht, eigentlich nicht der essentielle Mechanismus, der die Tumorzelle am Leben hält. Und somit hat man dann weniger Erfolg dabei bei den Therapien. Also es ist noch extrem universitär, es wird im Forschungszweck untersucht und so weiter.
das ist noch nicht unbedingt Standard, den Weg zu gehen. Aber gewisse Ziele zu suchen, macht absolut Sinn. Professor Valcozzi, Sie wollten auch was noch sagen, bitteschön. Ich wollte nur ergänzen, dass das natürlich das ist, was wir uns alle wünschen und wo die Reise hingehen sollte und dass ja eine Studie dazu läuft, zur individualisierten Therapie basierend auf dem Nachweis von bestimmten Mutationen und dann ein Medikament gegen diese mutierten Eigenschaften des Tumors. Problem ist natürlich, dass Patienten, jetzt komme ich wieder zu dem, was Herr Glass gesagt hat, dazu natürlich schon von Anfang an in einem Zentrum sein sollten, was diese Möglichkeiten bietet. Ja. Und so sehr wir uns individualisierte Therapien und NGS und Sequenzierung und Mutationsanalysen wünschen, macht das die Sache natürlich komplizierter und ein Argument mehr, dass Patienten wirklich in solche Bereiche oder in solche Zentren gehen, wo das alles angeboten wird. Und ich glaube, in Zukunft wird es auch im Rezidivfall eine wichtige Rolle spielen. Eine Frage, die hier im Vorfeld über Facebook und auch über die Glioblastom-Seite immer wieder aufgetaucht ist von mehreren Patienten, ist die Frage, welche Therapiemöglichkeiten sind denn bislang am effektivsten? Kann man sicherlich nicht so eindeutig beantworten. Wir haben viel gehört, aber ich bitte Sie trotzdem noch mal in die Runde. Vielleicht, Professor Giordano, fangen wir mit Ihnen an. Also wir machen ja immer das, was im Prinzip und auf die Gefahr hin, dass ich mich dauernd wiederhole, in großen Studien gezeigt wurde, dass es das Gesamtüberleben einer Gruppe verbessert. Dieses Gesamtkonzept nennt sich evidenzbasierte Medizin. Das heißt, die Medizin ist auf Beweise aus, die nachweisen, dass etwas das Leben verlängert. Alles das, was nachweisen kann, dass es das Überleben eines Patienten oder einer Gruppe mit einer Erkrankung verlängert, ist das, was wir leitliniengerechtes Arbeiten, evidenzbasierte Medizin nennen. Und ob das jetzt also die beste Therapie ist, das beantworte ich bei meinen Patienten immer. Wir müssen jetzt aus dem Angebot das für Sie passende finden. Das kann bei einem nicht ausreichend operierbaren, bei einem schwer bestrahlbaren, bei einem ausgedehnten Befund, es kann beim ganz kleinen Befund einfach was anderes sein, beim molekulargenetischen Befund. Wir müssen immer die Therapie finden, die halt für den Patient gerade das Geeignete ist. Idealerweise ist es halt eben die Kombination aus allen Modalitäten, die uns zur Verfügung stehen und die sich halt eben gezeigt haben, dass die, wenn die in der Kombination angewandt werden, das Gesamtüberleben verbessern. Die nächste Frage zielt hier so ein bisschen auf Kombination ab, ist von einer jungen Dame von Mergian. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Sie schreibt da, mein Papa wurde im Mai ein Glioblastom WHO-3 festgelegt und operativ entfernt. Es soll eine Strahlentherapie und eventuell Chemotherapie folgen. Reicht eine Strahlentherapie aus oder steht man auf der sicheren Seite, wenn man beides vollzieht, Professor Glass? Also die Frage kann man, Glioblastom WHO-3 ist wahrscheinlich ein Tippfehler, weil das müsste dann, wenn es ein Glioblastom ist, ein Grad-4-Tumor sein oder es ist ein Grad-3-Tumor, dann heißen die Tumore ein bisschen anders. Aber bei beiden Tumoren gilt, und das wissen wir heute jetzt auch aus einer Reihe von Studien, wir machen keine Monotherapie. Es sei denn, es ist ein älterer Patient und da gibt es ein paar Einschränkungen, aber allgemein kann man sagen, bei Grad-3 und bei Grad-4-Tumoren ist nach der Operation die Radiochemotherapie sicherlich besser als die Einzelmodalität. Ausnahmen gibt es natürlich immer, ältere Patienten, molekulare Faktoren, aber ich würde dann in so einer Situation nicht nur mit einer Strahlentherapie therapieren. Wie gesagt, es sei denn, wir haben jetzt hier einen 80-jährigen Patienten mit Glioblastom, wenn der behandelt werden möchte und fit ist und einen Chemoresistenzfaktor hat, wenn er nachgewiesen wurde, dann würde man vielleicht auch nur eine kurze Strahlentherapie machen. Die nächste Frage ist von Herrn Launisch. Er sagt, kann sich der Tumor durch die Behandlung mit den Wechselfeldern, über die haben wir vorhin gesprochen, auch zurückbilden, Dr. Hottinger? Die kurze Antwort, ja, das kann es geben, absolut. Professor Glass, vielleicht möchten Sie dazu auch noch was sagen. Ich habe ihn nur mal gerade hingesetzt, aber ich kann gerne noch mal sagen, also vielleicht auch noch mal aufgreifen, was Frank Giordano gesagt hat mit evidenzbasierter Medizin. Die Standardtherapie beim Glioblastom gibt es seit 2005, also 15 Jahre plus mittlerweile. Nach der Operation Radiochemotherapie mit Temozolomid. Und wir haben versucht, sehr, sehr viele Studien zu machen, fast 30 in den letzten 15 Jahren, die versucht haben, diese Standardtherapie zu schlagen. Und zwei Studien haben das geschafft, die alle ihre Fragezeichen hinterlassen haben. Und eine war diese Doppelchemotherapie, diese CTEC-Studie, und die andere
Herr Oettinger hat es erzählt, die IR-14-Studie, die die elektrischen Wechselfelder Tumor Treating Fields eingesetzt hat. Wir streiten uns über beides sehr, sehr viel, aber es da trotzdem festzuhalten, es waren die beiden einzigen positiven Studien. Und ja, wir sehen bei beiden Therapiemöglichkeiten Stabilisierung, kleiner werden des Tumors, müssen aber ganz, ganz viele Fragen natürlich noch bearbeiten. Die nächste Frage ist von Christiane. Sie sagt, Glioblastom Grad 4 inoperabel. Gibt es weitere Methoden außer Tenotomie und Bestrahlung? Wer auch immer gerne antworten möchte. Dr. Oettinger, fangen Sie doch einfach mal an. Ja, das ist extrem schwierig so zu antworten. Das hängt von sehr vielen Parametern ab. Es gibt andere Möglichkeiten, die nicht unbedingt evidence-based Medizin sind, aber die Lebensqualität eventuell verbessern können oder helfen können, das zu tun. Das muss wirklich absolut individuell untersucht werden, eigentlich besprochen werden. Vielleicht ergreife ich das Wort für den Neurochirurgen, der gerade ganz ruhig sitzt. Unsere Neurochirurgen in Bonn würden da ungeduldig hin und her tippeln. Also wer inoperabel sagt, das müsste man halt wirklich, also das muss man wirklich angucken. Es gibt ja Situationen, in denen es vielleicht für den einen oder anderen nicht operabel erscheint. Vielleicht können meine Mitdiskutanten das bewerten. Also ich kenne Situationen, in denen eine Klinik sagt inoperabel und die andere sagt, es gibt keine inoperablen Tumore. Professor Balkozzi, das würde ich gerne direkt an Sie weitergeben. Ist das so? Es gibt keine inoperablen Tumore? So möchte ich nicht zitiert werden. Theoretisch kann man jeden Tumor im Gehirn erreichen. Die Frage ist nur, um welchen Preis und mit welchem Flurschaden. Und ich glaube, die Aussage inoperabel bezieht sich nicht auf die Technik, die man anwendet, sondern auf das Risiko, dass man bereit ist, einzugehen. Und das natürlich, wie wir vorhin bei Lebensqualität gesprochen haben, in der ersten Regel vom Souverän dem Patienten festgelegt wird. Und wenn man dazu übereinkommt, dass es zu risikoreich ist oder dass man mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass der Patient Schaden nimmt, dann fällt der Begriff inoperabel. Und da hat Herr Giordano schon recht, da muss man sehr differenziert sein. Manchmal wird das Risiko, und da kommen wir jetzt schon wirklich in eine medizinethische Diskussion. Es gibt natürlich unterschiedliche Typen von Operateuren und Behandlern. Die einen sind bereit, Risiko einzugehen, sind dann vielleicht auch ein bisschen sehr mutig, zu mutig manchmal. Die anderen sind etwas zurückhaltender mit aggressiven Entscheidungen. Und das ist dann, glaube ich, in dem Fall macht es dann auch wieder Sinn, eine zweite oder eine dritte Meinung einzuholen, womit wir wieder beim Zweitmeinungsthema sind. Und ich finde, es wirft auch ein interessantes Thema auf das Thema Wesensveränderung. Wir hatten es vorhin ja schon angesprochen, dass bei einer Operation natürlich auch meinetwegen das Sprachzentrum getroffen werden könnte, dass man das dann natürlich nicht macht. Aber wie verhält sich das Thema Wesensveränderung eigentlich, wenn ich nichts unternehme? Und auch kann ich mich durch eine Bestrahlung, kann ich mich dadurch auch verändern? Auch das sind Fragen, die immer wieder auftauchen von Angehörigen insbesondere, die sagen, ich habe einfach Angst davor, wie wird mein Mann in 4 Monaten sein, in 10 Monaten, vielleicht können Sie aus Ihren Erfahrungsberichten was dazu sagen. Professor Glas, ich fange mal eben an. Ich glaube, der Herr Giordano hat schon gezuckt, weil er das Wort Strahlentherapie gefragt hat. Naja, das wird ja uns immer nachgesagt. Also es heißt ja immer, die Strahlentherapie also es zu Recht, die Strahlentherapie führt kognitive Schäden herbei. Ja, das ist eine Nebenwirkung, die eine Strahlentherapie verursacht. Daher zum Beispiel bei den Hirnmetastasen versuchen wir schon gar nicht mehr, das ganze Hirn zu bestrahlen. Und wenn wir es überhaupt tun, blockieren wir zum Beispiel sensible Areale, die für die Erinnerung wichtig sind, blockieren wir da raus. Beim Glioblastom muss man immer fragen, wer ist eigentlich die Feuerwehr und wer ist das Feuer? Und was tun wir denn überhaupt, wenn das Haus brennt, wollen wir uns jetzt dann das Wasser sparen und das Haus dann dementsprechend abbrennen lassen? Oder wollen wir gucken, dass wir so viel wie möglich von dem restlichen bewohnbaren Haus noch erhalten? Und tut mir immer ein bisschen schwer, den Patienten zu sagen, naja, es ist jetzt die Therapie, die Lebenseinschränkung oder die Lebensqualität ihnen wegnimmt. Ich glaube, das muss man offen diskutieren, was man in die Waagschale schmeißt, aber man muss genauso offen diskutieren, was passiert, wenn der Tumor sich weiter ins gesunde Gewebe reinfrisst. Das ist dann nicht nur der Flurschaden der Erinnerung, die da weg ist, sondern das ist das Leben, das bedroht wird.
Insofern muss man die Waagschale, da ergreife ich jetzt vielleicht die Lanze für den Strahlentherapeuten, aber man muss in die Waagschale auch das reinschmeißen, was wirklich auf dem Spiel steht. Professor, wie sehen Sie das? Weil Sie hatten ja vorhin diesen Bereich auch ganz klar angesprochen. Ob man wesensverändert ist? Ja, der Tumor führt zu einer Wesensveränderung und die Operation oder die Behandlung kann zu einer Wesensveränderung führen, das stimmt. Und wir können Sprache und Motorik, die können wir gut einschätzen. Manchmal ist es schwierig, solche Dinge wie Antrieb oder Selbstkontrolle oder Emotionen vorauszusagen, wie sich das nach einer Operation verändern wird. Was empfehlen Sie, Professor Glas, wenn jetzt jemand mit solchen Ängsten zu Ihnen kommt? Naja, ich glaube, es ist eine Aufklärungssache. Ich meine, natürlich können wir viele Dinge nicht absehen, aber der Chirurg, wenn ich das so allgemein sagen darf, weiß natürlich, wenn ich jetzt da schneide, diesen Teil des Gehirns entferne, dann droht das und das Risiko. Das muss man ganz offen besprechen. Und wenn das schon klar ist, auch jetzt nicht immer ganz klar ist, aber wenn es schon klar ist, wenn ein Tumor jetzt beispielsweise im Stirnhirn liegt, auf beiden Seiten, würde man nicht das ganze Stirnhirn entfernen, weil man dann schon weiß, das gibt eine massive Wesensveränderung. Und da wird in aller Regel, korrigieren Sie mich aber kurz, hier wird man da nicht dran gehen, wenn man das so kann. Ich glaube. Naja, ich korrigiere Sie ein bisschen, weil die ganzen Annahmen, wo Sprache und wo Funktion im Gehirn lokalisiert ist, basieren auf den anatomischen Untersuchungen eines normalen Gehirns. Wenn da ein Tumor wächst, dann kann sich das Gehirn umorganisieren oder aber der Tumor schiebt wichtige Funktionen so zur Seite, dass sie nicht mehr dort liegen, wo sie der Chirurg vermutet. Und deswegen ist es wichtig, vor der Operation sehr viel Mühe, erneut mit einem High-Performance-Team walten zu lassen, die Funktion, wo sie wirklich ist, und da bezieht sich jetzt auch die Frage auf die linke Gehirnhälfte, um die Funktion zu lokalisieren. Einfach zu sagen, der Tumor ist links, da wo die Sprache ist, und deswegen ist es schwierig zu operieren, ist nicht mehr up to date. Man muss heute die Sprache lokalisieren und man muss während der Operation Sprachfunktion auch gerne am wachen Patienten überprüfen und dann kann man sehr viel aggressiver und sehr viel präziser operieren, womit wir wieder am Anfang der Session sind, was haben wir in den letzten 10 Jahren erreicht. Genau, das finde ich ist ein schönes Abschlusswort, obwohl natürlich dieses Thema noch unendlich weiter besprochen und diskutiert werden könnte. Liebe Zuschauer bzw. Patienten, das war genau das, was ich eingangs sagte. Wenn Ihre Fragen jetzt nicht alle beantwortet werden konnten, keine Sorge, sie werden in den nächsten Tagen, Wochen natürlich beantwortet. Morgen gibt es noch eine weitere Expertenrunde. Auch dort gibt es natürlich die Möglichkeit, wieder Fragen zu stellen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei unserem Expertenteam, Professor Giordano, Professor Glas, Professor Rottinger und Professor Vaikozzi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.